Gitarre, freut euch mit Jerusalem. So steht es als Überschrift über diesen Sonntag genau in der Mitte der Passionszeit. Freut euch mit Jerusalem, denn das Heil, Christus, ist unterwegs zu euch. Es geht auf Ostern zu, hin auf die Rettung, auf den Sieg über den Tod. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute in unserer Bergkirche in Seifen. Auf das Evangelium bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt verachtet, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Ja, liebe Gemeinde, mein alter Freund Wolfram Böhme hat einem seiner Erzgebirgsbücher den Titel gegeben: A Finkle Click. Ja, ich glaube, das ist das Ziel jedes Menschen, ganz gleich wie jung oder wie alt er ist. A Finkle Click. A Finkle Click, das ist ein Platz, den ich ausfüllen darf. Das ist Gesundheit und Freude. Das ist umarmt und anerkannt werden. Es ist zu wissen, es hat seinen guten Sinn, was ich tue. Höchstwahrscheinlich sind die Männer, von denen unser heutiges Evangelium berichtet, solche Sucher nach dem Finkle Click, Sucher nach Lebenssinn. Als Griechen hatten sie in ihrer Heimat wohl schon zu manchen klugen Gedanken dazu gehört. Nun wollen sie mal etwas Besonderes erleben. Darum sind sie zum Passafest nach Jerusalem gereist, und das muss schon beeindruckend für sie gewesen sein. Die heilige Stadt, die Stadt auf dem Berg, der weithin sichtbare Tempel, die so ganz andere Kultur, die vielen Menschen. Sie dürfen zwar als Nichtjuden den Tempel nicht betreten, aber vielleicht ahnen sie doch von Weitem, dass bei diesem Gott Israels Lebensglück und Lebenssinn zu finden ist. Ja, vielleicht geht's diesen Griechen wie manchem, der in unsere Bergkirche kommt. Sie ahnen, hier im Haus Gottes, da ist schon ein besonderer Ort. Hier ist eine Kraft, die Geborgenheit und Frieden gibt. Auch wenn sie gar nicht recht sagen können, warum.
Nun hatten diese Gäste aus Griechenland mitbekommen, in diesem Jahr gibt es was Besonderes. Seit einigen Tagen ist Jesus in der Stadt, der berühmte Rabbi, Wunderheiler, der Freund der Armen und Sünder. Viele halten ihn für den Messias, den von Gott gesandten Retter. Vielen hatte er schon Lebensglück geschenkt und den Sinn ihres Lebens gezeigt. Viele ziehen mit ihm, folgen ihm nach. Könnten vielleicht sogar wir bei ihm Lebensglück und Lebenssinn bekommen? So fragen sie sich. Aber wo ist er unter den vielen Leuten hier in der Stadt bloß zu finden? Die Männer haben Glück, sie treffen einen, der Jesus persönlich kennt, einen Jünger von ihm. Philippus heißt er. Sein Name, einst trug ihn ein berühmter mazedonischer König, zeigt ihnen schon mal, dieser Mann, der stammt selber aus dem Griechentum. Und ganz höflich fragen sie Philippus: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus müht sich zusammen mit seinem Mitjünger Andreas, die Suchenden mit Jesus in Kontakt zu bringen. Sie finden ihren Meister auch und bringen das Anliegen der Griechen vor. Und nun geht es für unsere Begriffe etwas schnell weiter. Man würde ja erwarten, dass die griechischen Männer erstmal Jesus vorgestellt werden und er mit ihnen ins Gespräch kommt. Aber Jesus hält sofort eine Predigt mit einem markanten Kernsatz: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das können zunächst sowohl Griechen als auch Juden verstehen. Wenn ein Saatkorn vom Weizen keimen, wachsen und Frucht tragen soll, dann muss es in die Erde gelegt werden. Dann muss es sozusagen begraben werden, ersterben. Das geschieht sowohl in Griechenland als auch in Israel jedes Jahr. Und das ist ein Bild der Hoffnung. Jedes Jahr wird ausgesät und dann wächst etwas heran, was wieder Leben und Nahrung schenkt. Doch nun vergleicht Jesus mit so einem Saatgut Weizenkorn sich selbst. Er deutet an, dass er nur wenige Tage später am Kreuz sterben würde. Das sieht nun für griechisches Denken, ja überhaupt für menschliches Denken, nach allem anderen als nach Glück aus. Es wünscht sich doch jeder langes Leben in bestmöglichster Gesundheit und Schönheit. Und doch, so macht Jesus deutlich, er wird diesen Weg gehen und aus diesem Kreuzestod erwächst Frucht und neues Leben für die ganze Menschheit. Jesu Sterben am Kreuz schenkt das Lebensglück, das dauerhaft und vollkommen ist, das Glück, mit Gott so innige Gemeinschaft zu haben, wie ein Kind mit seinem lieben Vater. Es zeigt den Sinn unseres Lebens, nämlich, dass wir mit diesem himmlischen Vater leben, dass wir ihm zur Ehre da sind. Er hat uns dazu geschaffen, dass wir ihm Ehre machen. Und Jesus hat uns am Kreuz erlöst, damit wir wieder zu diesem Lebenssinn zurückfinden können. Dass wir unser Leben in der Verbindung mit ihm gestalten können. Ja, der das Weizenkorn geschaffen hat, der hat uns durch Jesus erlöst und gerettet. Sowohl das Weizenkorn als auch das Kreuz Christi tragen Gottes Handschrift. Gottes Handschrift ist aber nun anders als der Menschenhandschrift. Bei Gott kommt Frucht aus dem Sterben und Scheitern. Da
zerbricht alles und doch beginnt etwas ganz Neues, etwas ganz Hoffnungsvolles. Ob mit oder ohne Corona, ob mit oder ohne viele medizinische Möglichkeiten, ob mit oder ohne großen Besitz und Reichtum, wir Menschen sind in dieser Welt sterblich. Wir erleben Leid und Angst. Wir werden älter und gehen auf den Tod zu. Dagegen kann keine Weisheit dieser Welt etwas tun. Jesus sagt es deutlich, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt gering, klein achtet, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wenn wir bei Jesus unser Glück und unseren Lebenssinn suchen, müssen wir uns auf Gottes Ort einlassen, aufs Kreuz, aufs Ersterben und Untergehen. Aber wir dürfen zugleich auf die Frucht vollkommen, nie gekannten Lebensglücks hoffen. Helmut Thielicke, der Professor in Tübingen und Hauptpastor in Hamburg in den 50er bis 70er Jahren, berichtet in seinen Lebenserinnerungen folgende Geschichte. Er bekam einmal ein Kästchen mit wertvollen Zigarren geschenkt. Als er aber die erste davon rauchen wollte, waren die Zigarren verschwunden. Was war geschehen? Kurz darauf fand Thieliges Frau beim Umgraben im Garten die Zigarren halb verrottet in der Erde. Als er daraufhin seinen jüngsten Sohn Rainer, damals im Vorschulalter, zur Rede stellt, erklärt der Rainer dem Vater: Eigentlich solltest du es erst erfahren, wenn du von meinem Zigarrenbaum die ersten Zigarren ernten kannst. Thielicke nutzte dieses Beispiel später gern, um seinen Studenten zu erklären, dass Menschen eben nicht einfach Naturgesetze verändern können, dass sie nichts aus eigener Kraft wachsen lassen können. Und so sind eben Zigarren einfach Menschenwerke. Sie werden hergestellt, wie Menschen Dinge herstellen. Ganz anders sind Gottes Werke. Sie sind lebendig. Sie können wachsen dort, wo Gott das will. Das Weizenkorn zum Beispiel, das in die Erde gelegt wird, um Frucht zu bringen. Der Gottessohn, der am Kreuz stirbt, um uns zu erlösen. Und auch für uns selbst gilt es, dass wir durchs Kreuz, durchs Leid hindurch hingehen zum Lebensglück und dem Lebenssinn, ja letztlich zur ewigen Herrlichkeit bei Gott. Amen.
reicher Gott, hast dein hungerndes Volk in der Wüste gesättigt. Stille du auch unseren Hunger nach Leben, nach Erfüllung, nach Sinn. Mach uns stark auf dem Weg deiner Nachfolge. Lass uns nicht aus dem Blick verlieren, dass du uns durch alles Leid, ja durch den Tod hindurch, führen willst zu deinem neuen, ewigen Leben. Und so rufen wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Weicht ihr Trauer